Okay, ja, dann möchte ich einmal ganz herzlich unsere heutigen Zuhörer und Zuhörerinnen zu dem Teil 2 des Webinars der Wasser, zu dem Thema Wasser ist Leben begrüßen. Ja, heute geht es ums Eingemachte. Heute wird es richtig spannend und ich will euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen und gebe dann direkt das Wort ab an Hubert. Ja, hallo, Dankeschön, Norman. Ich hoffe, man hört mich und sieht mich. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Schönen Abend, alle, die zuhören und zuschauen. Letztes Mal war das Thema Wasserwesen. Da habe ich ein bisschen erzählt über die Zusammenhänge, über etwas, was mit der Erde und mit uns als Mensch sozusagen, wo wir zusammengehören, wo wir uns verbinden. Und heute ist das Thema Wasserreinigung. Und ich hoffe, dass ich ein paar Sachen sagen kann oder mir einfallen, was Sie vielleicht noch nicht gehört haben, oder ein paar Einsichten geben kann, wie man die Dinge auch sehen kann. Und ich habe dem Namen ja geschrieben, dass wir das Thema nennen Wasserreinigung gestern, heute Morgen. Das heißt, es gibt ein Gestern, ein Heute, so wie es jetzt ist, und die Zukunft wird hundertprozentig etwas anderes bringen. Und wenn wir uns den Zustand immer kurz anschauen des Wassers, egal welche Experten, egal welche Experten Sie fragen auf der ganzen Welt, und da gibt es ja unglaublich viele, dass 90% aller Wasservorräte auf der ganzen Welt inzwischen besorgniserregend verunreinigt sind. Das ist der Zustand, der natürlich auch in der Presse kaum dargelegt wird, nur in sogenannten Insiderkreisen, Foren und ein bisschen bei den Menschen, die Quantenphysik machen oder sich mit dem Thema Wasser in sonstiger Art und Weise befassen, da wird das diskutiert, aber in der großen breiten Masse ist das Thema noch nicht vorhanden. Wasserreinigung gestern, tja, seit Tausenden von Jahren, Hunderttausenden von Jahren, Millionen von Jahren fast, hat die Reinigung nicht der Mensch übernommen, in keinster Weise, sondern die Erde. Und das hat sie perfekt gemacht, sonst wären wir heute alle nicht hier. Das heißt, sie hat als Wesen sozusagen gearbeitet und hat ihr unendliches Potenzial einfach zur Verfügung gestellt und ein Wasser uns gegeben, an das wir uns Hunderttausende von Jahren anpassen konnten. Sie hat auf der Erde sozusagen auch für alles ein Kraut wachsen lassen. Das heißt, eigentlich, wenn man ganz tief schaut, dann weiß man und erkennt man, dass es für alles eigentlich ein natürliches Kraut oder eine natürliche Pflanze oder ein natürliches Vorgehen geben würde, wenn wir einmal krank wären. Und vom Wasser fiel mir heute Nacht ein, dass das Krankenhaus, bei dem Thema fiel mir das irgendwie ein, dass das Krankenhaus sozusagen der Erde der Wald ist. Und wenn ich einmal etwas da nieder bin oder malat bin, dann gehe ich meistens ein paar Tage in den Wald. Und dort ist in der Luft ein Wasser. Dort ist auf dem Boden, nennt man negative Ionenkapazität. Das sind Bäume und das sind Terpene von den Bäumen. Alles hat was mit Wasser zu tun. Das sind Stoffe, die dafür da sind und die in unserem Körper Unglaubliches heilen können. Und da kann man natürlich auch von Heilung reden. Und so hat das Wasser in all diesen letzten Jahrtausenden einfach war für uns da und wir konnten uns mit dem Wasser entwickeln. Heute ist es anders. Heute nehmen wir natürlich noch das Wasser der Erde, aber wir beginnen es aus verschiedenen Gründen zu reinigen. Das wissen alle, die wohl zuhören. Und die das machen, sind Naturforscher, Privatleute, Wissenschaftler und trotz alledem, alle Menschen, die man so sehen kann, haben trotz alledem ein begrenztes Potenzial. Das heißt, wir sehen nur immer einen bestimmten Ausschnitt von allem. Auch natürlich, ich kann Ihnen nur einen ganz kleinen Ausschnitt geben von dem, was ich in den Jahrzehnten so erfahren habe. Und wir behandeln das Wasser aufgrund dessen, dass es für uns in Anführungszeichen nicht mehr gut ist, schlecht ist, und nehmen verschiedene Systeme, um es zu isolieren, zu filtern, zu töten und irgendwie chemisch sauber zu bekommen. Aber das hat ein Ende. Das heißt, wir können für 8 Milliarden Menschen gar nicht so viel in Anführungszeichen Maschinen haben,
Und das wissen wir natürlich auch, dass das mit den Maschinen und der Maschinenreinigung und der Filterreinigung nur ein ganz kleiner Zwischenschritt ist. Der wird irgendwann in keinster Form ausreichen. Da komme ich heute nochmal dazu. Und das ist dann der Fall, wenn man also, wie wir alle und jeder Mensch hat es, nur ein begrenztes Potenzial zur Verfügung hat. Die Wasserreinigung morgen, das wird vielleicht etwas unglaublich klingen, aber die Wasserreinigung morgen, das wird keine Maschine mehr machen, denn wir laufen mit so einer Wucht und Gewalt durch diese vielen Verunreinigungen an große Herausforderungen heran. Wir erschaffen uns extreme Probleme mit dieser Wasserverschmutzung. Und da wird die Wasserreinigung von morgen, sehr wahrscheinlich wird eine andere Technologie dazu gebraucht, das eigentlich auch gar keine Technologie ist, das ist einfach nur Bewusstsein. Das heißt, irgendwann werden wir, wenn wir der Probleme nicht mehr Herr werden, werden wir das machen, was nur mit einem höheren Bewusstsein möglich ist. Und dieses höhere Bewusstsein ist in der Lage, dass das die Alchemie und ein ganz klein bisschen kenne ich mich da aus, was die Alchemie Transmutation nennt, das werden wir benötigen, um sozusagen diesen Wasserkarren, den wir da verschmutzt haben, wieder nach oben zu ziehen. Wenn wir über Reinigung reden und vorne anfangen, und ich versuche immer ein bisschen Verknüpfungen zu machen, die ganz wichtig sind, weil sonst gucken wir nur auf die Materie. Und wenn wir über Reinigung reden, dann reden wir eigentlich über zwei Dinge, die innere Reinigung von dem inneren Wasser und die äußere Reinigung. Das heißt, wir werden dann die richtigen Wege finden und die richtigen Ziele erreichen, wenn wir unser inneres Wasser gereinigt haben. Das ist immer eine Grundvoraussetzung. Und dieses innere Wasser, was in uns jeden halt drin ist, wir wissen ja, wir bestehen zu 70% aus Wasser, werden wir reinigen, indem wir unsere Gedanken wieder klar kriegen, indem wir aus unseren Emotionen lernen. Denn Emotionen sind nur dafür da, zu zeigen, wo wir auf der schiefen Bahn liegen. Und unsere Empfindungen, Handlungen wieder so sind, dass unser Wasser, unser inneres Wasser sauber bleibt und sauber ist. Und dann werden wir auch im Außen das finden. Ja, und tausende von Jahren, wie ich schon vorhin sagte, hat die Erde uns das Wasser gegeben, Millionen von Jahren. Und jetzt ist etwas für mich immer noch Sensationelles passiert, dass der ganze Körper, nicht nur unsere ganzen Wässer, Gehirnwässer, Lungenwässer, Nierenwässer, was immer wir für qualitativ unterschiedliche Wässer wir haben, hat sich und besonders die DNS, unsere sozusagen unsere Schaltzentralen, unsere Hypophyse hat sich an das Wasser in all diesen 100.000 Jahren angepasst. Wir sind darauf trainiert, auf dieses Wasser mit all seinen wunderbaren Eigenschaften. Und wenn wir tiefer reinschauen, dann können wir sehen, dass, ich nenne das manchmal, ist ein Wort, das nur ein Symbol darstellt, ich nenne das manchmal Pökelsalz-Syndrom. Sie kennen das von Pökelsalz, da kann man Fische einlegen und die sind zwar tot, aber die halten dann länger. Und so ungefähr geht es heute auch mit uns und mit unserem Wasser. Ist zwar ein hartes Bild, aber letztendlich könnte etwas da dran sein, was ich Ihnen sage. Also das Pökelsalz-Syndrom, was wir erkennen vom Fisch und vom Salz, dass der lange hält, das sehen wir letztendlich, können wir auch erkennen beim Menschen, beim Wasser. Das heißt, wir leben in einer Welt durch die sogenannte Zivilisation und wir haben Milliarden und Abermilliarden von Informationen im Wasser. Und wir leben sozusagen, wenn man das so formulieren darf, in informationsübersättigten Zeiten. Und um uns herum sozusagen, ich hoffe, dass man mich noch sieht, wenn das also diese Materie ist, wir hatten sie anfangs genannt, 4% Materie, im ganzen Universum ist das Verschwinden gering, die Materie hat eigentlich kaum eine gewichtige Rolle und drumherum, da ist die 4% eingebettet, sind 96% eigentlich leer. Und wenn ich von Informationsübersättigungen und von Pökelsalz-Syndrom nenne, das ist nur ein lustiges Wort für etwas ganz Wichtiges, dann ist um uns herum, um diese Materie, egal wie die eingebettet sind, erstmal sind
Milliarden und Abermilliarden von Informationen. Das führt dazu, dass wir als Geist-Seele-Wesen, das denke ich mal jeder weiß, dass er das ist, dass wir als Geist-Seele-Wesen so überfüllt sind und unsere Wahrnehmung sich langsam verschiebt oder schon verschoben hat und wir mit diesen Megamilliarden von Informationen umgehen müssen. Und wir haben das eigentlich in dem Falle Millionen von Jahren nicht gelernt. Warum? Es gibt einen Unterschied zwischen einer natürlichen Information und einer künstlichen Information. Die künstliche Information kennen wir so nicht. Das heißt also, das hat damit zu tun, dass isolierte Stoffe, dass wir alles isolieren von der Pharmaindustrie, von den Handymasten, von alles, was sich hier letztendlich bewegt und was auf uns einwirkt, ist im Prinzip nicht aus natürlichen Konzepten entstanden, sondern aus Prozessen mit Maschinen, mit isolierten Gedanken. Und die wirken dann auf uns, um das Bild nochmal zu verwenden, wie so ein Pögelsalz. Das heißt, wir sind eingebettet in ein Wahnsinnsinformationsfeld und haben letztendlich ein bisschen Schwierigkeiten, die Dinge klar und einfach zu sehen. Diese Information ist nicht so leicht, weil es gibt eine Information, die sozusagen messbar ist. Das ist das, was wir in diesen 4% messen können. Das Höhe, Länge, Breite, Dichte und vieles andere mehr. Und hier die Information, das ist schon schwieriger. Und da braucht man Interpretation. Das heißt, diese Information ist nicht an die Materie gebunden oder nur ganz wenig. Und sie ist auch nicht in das Schwingungsmuster, so wie bei der Homöopathie, dieser Materie gebunden, sondern die Information, die tatsächlich ein Teilchen ausdrückt, die gehört nur in einer besonderen Verbindung zu dieser Materie. Und da sind die Messverfahren sehr dünn oder besser gesagt, das Messverfahren ist nur der Mensch oder er interpretiert letztendlich das, was da als Information ist und interpretiert das mit seinem Bewusstsein. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil alle Menschen das anders tun. Deshalb kann man da auch so schwer eigentlich darüber reden. Was wir in den letzten Jahren, früher hatte man die Kupfer-Chlorid-Darstellung. Das war ein Steigbildverfahren. Das heute kennen Sie das vielleicht von dem Herrn Emoto. Der ist vielleicht manchen ein Begriff. Da gibt es wunderbare Bildchen. Und die sind irgendwie, sind die harmonisch und sind nicht harmonisch. Und man kann irgendwas entdecken daran. Sie sind rechter Winkel, sie sind gebeugt, sie sind irgendwie. Aber das Phänomen ist, dass man aus diesen Bildchen, aus dieser bildhaften Darstellung, versucht, etwas abzuleiten, ob etwas lebenskonform oder dem Werdeprozess des Lebens zuträglich ist oder nicht. Und das ist sehr schwierig. Das ist zwar auf der einen Seite gut, dass man anfängt, damit sich auseinanderzusetzen und etwas bildhaft zu machen. Aber vor vielen, vielen Jahren, als wir noch diese Steigbilder gemacht haben, wie gesagt, mit Kupferchlorid war das damals, denke ich mal, ist schon sehr lange her, dann haben wir auch Bilder gemacht von zum Beispiel Wasserschierling oder Tollkirsche oder Stechapfel oder Seidenplast, Engelstrompete und die, die diese Pflanzen kennen, wissen, dass die ziemlich giftig sind und wenn nicht sogar tödlich. Und wenn man die schön in solchen Bildern darstellt, haben die zum größten Teil unglaublich schöne Harmonien und sie haben sogar manchmal hexagonale Strukturen, sie haben auch andere mehrdimensionale Strukturen, aber man erkennt eigentlich sehr wenig, ob das jetzt gerade etwas ist, was nur schön aussieht und wir interpretieren, was eine schöne harmonische Form ist, ist gut und ob dann die harmonische Form, die wir so da sehen, da merken wir oft nicht dran, dass dahinter vielleicht in dem Falle gerade auch der Tod lauern kann. Das ist schwierig und wir hätten das alle gerne, dass wir ganz eindeutige Messmethoden für diese Information hätten, aber die ist immer noch nicht da. Und sie wird so auch nicht kommen, weil sie einfach den Mensch
gebraucht. Es braucht einfach den Mensch und sein Bewusstsein, um sozusagen das, was in dieser feinstofflichen Welt passiert, sozusagen zu interpretieren. Das ist die Herausforderung und ich denke mal, dass die auch immer mehr wird. So, das Quellwasser, das uns die Erde tausende Millionen von Jahren gegeben hat, mit all diesen wunderbaren natürlichen Informationen, die uns hat wachsen lassen und auch gedeihen lassen als Mensch. Dieses Quellwasser ist für den Menschen sozusagen das Optimale. Es war auf der ganzen Welt möglicherweise, man kann sie ja nicht zählen, Millionen von Quellen, vielleicht sogar eine Milliarde Quelle, auf jeden Fall sehr viele. Und in all diesen Quellen kam Wasser heraus, das für den Menschen sozusagen gemacht wurde. Das heißt, das Wesen Erde hat im Prinzip so lange gearbeitet und an diesem Wasser sich vertan, dass es dann irgendwann die Stelle gesucht hat, wo es aus der Erde sozusagen das Wasser freigegeben hat. Und dieses Erdenwasser, was an diesen Quellen dann rauskam, das hat sehr viele Phänomene. Besonders ein Phänomen, dass bei diesem Erdenwasser, wenn es an diese Stelle kommt, das heißt also, ich weiß nicht, wie weit man das sieht, vielleicht nehme ich ein neues. Wenn es also aus der Erde herauskommt, dieses Wasser, und hier wäre zum Beispiel der Schnittpunkt, wo es also die Hautoberfläche sozusagen verlässt, dann wird es hier kurz vor diesem Übergang, wird es wie zu einem Gel. Danach wird es wieder zu einem Gel. Das Gel werden wir nachher wieder woanders wiederfinden. Und nachdem das Gel geworden ist, wird es eigentlich wieder ganz in Anführungszeichen normales Wasser. Und das hier, das war sozusagen ein Werdeprozess. Das Gel hat eine ganz bestimmte Information und ganz bestimmte Felder. Und wenn es aus dieser Schnittstelle herauskommt, dauert es noch 1, 2, 3 Meter. Und dann gibt es wieder einen Zerfallsprozess von diesem Gel. Und es wird wieder Wasser. So läuft das normalerweise ab. Deshalb ist hier an dieser Stelle 20, 30 Zentimeter, nachdem wirklich der Schnittpunkt von der Erde da ist, wo das Wasser raus muss, den kann man finden, wenn man darauf spezialisiert ist oder wenn man den finden will, dann kann man das auch üben, dass man den Schnittpunkt findet. Und wenn man diesen Schnittpunkt hat, und dann hat man an dieser Stelle sozusagen das beste Quellwasser, was es gibt. Und dieses grandiose Quellwasser, was uns da die Erde Millionen von Jahren oder wie lange immer gegeben hat, das war immer wunderbar gefiltert. Das war die Menschen, die an den Quellen getrunken haben, das konnte man dann sicher mehr oder weniger sogar noch aussuchen, weil es gab sehr viele Quellen, zumindest mal hier in Europa. Dieses Wasser war in der Regel sehr weich. Es hatte eigentlich mit natürlich vielen Ausnahmen oder weniger Ausnahmen, kommt immer darauf an, wo man war, hat es relativ wenig Mineralstoffe gehabt. Es hat, so als Bild, dass Sie sich ein Bild machen können, große Adhäsionen und große Absorptionskräfte gehabt. Das heißt, es konnte anlagen und in sich auch eine Art Filtration ausführen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die alten Filme, wo man am Fluss irgendwo gewaschen hat und das Wasser hatte ganz andere Kräfte, hatte eigene Reinigungskräfte. Das hat heute Wasser überhaupt nicht mehr von sich aus, weil ihm fehlt unglaublich viel. Und es hat ein riesen Kompendium an natürlichen Informationen. Das heißt, überall, wo dieses Wasser durch die Erde geflossen ist, hat es natürliche Informationskonzepte mitgenommen. Und wenn man das heute so mal messen will, dann hat es, als es aus dieser Erde rauskam, in der Regel nicht alle, aber die meisten, die für Menschen dann genutzt worden sind, in den alten Zeiten, durch die alten Kulturen, durch die alten Sippen, hatten so 22,5 Hertz und hatten ungefähr bis zu 20.000 Ohm, wenn man das heute so messen würde. Das heißt, das war so das Wasser, was man gefunden hat, was man auch genommen hat. Andere Quellen hat man eigentlich oft liegen lassen, die nicht dem entsprachen. Und wenn man sehr tief mit dem Wasser auseinander sich gesetzt hat, hat man diese Quelle genommen, die extrem viel zellverfügbares Licht hatte.
Das heißt, das ist nicht das Licht jetzt der Sonne, das ist kein UV-Licht, UVA-Licht oder sonst was, sondern das Licht, das in den Zellen ist, das ist ein sehr schwaches Licht. Es gibt seit ein paar Jahren ja die Biophotonenforschung. Dieses schwache Licht war in diesem Wasser in unglaubliche Dimensionen vorhanden. Und dieses Wasser hatte alles das, was eigentlich ein Wasser haben muss. Es hatte die Möglichkeit, letztendlich Gestalt anzunehmen. Das heißt, das Wasser hat gestaltbildnerische Kräfte, Wasser formgebende Kräfte. Also alle diese Kräfte, die ein Wasser normalerweise hat, waren in diesem Quellwasser drin. Und es konnte uns von den damaligen Giftstoffen, die ja nicht so viel da waren, das heißt, klar, die Menschen damals haben vielleicht noch mehr Fleisch gegessen wie die Menschen heute, aber das waren dann andere Abfallstoffe. Das heißt, dieses Wasser war letztendlich in der Lage, extrem viel Abfallstoffe, Ballaststoffe und wenn es überhaupt Giftstoffe gab, rauszunehmen. Heute ist das alles schwieriger. Und aufgrund dessen, dass auch das damalige Wasser bestimmte magnetische oder elektrische Kräfte hatte, das war alles ein ganz perfekt abgestimmtes System, an dem wir Jahrtausende oder Millionen von Jahren gewachsen sind. Und dieses Wasser hatte in der Sprache letztendlich, aus der ich ein bisschen komme, hatte eine saubere Matrix gehabt. Ja, und heute ist das etwas anders. Wir trinken nur noch aus 25% Quellen unser Wasser. Das heißt, alles Wasser, was wir in Deutschland, musste ich mal nachlesen, wusste ich auch nicht. Alles Wasser, was wir in Deutschland verwenden, kommt nur noch zu 25% als Quellwasser. Dass es dann natürlich mit Ozon behandelt wird und alle anderen Sachen, das lassen wir erstmal raus. Aber letztendlich ist es so. Und alle anderen Wässer wie Brunnenwässer, Talsperrenwasser, Uferwasser, Seewasser, Filtratwasser, das sind ja alles Wässer sozusagen, die Erde gar nicht für uns freigegeben hat, auch wenn man das vielleicht nicht ganz nachvollziehen kann, aber das sind keine fertigen Wässer. Das sind Wässer, die eine andere Frequenz, eine andere Basis haben, eine andere Lichtkonzeption und deshalb sind eigentlich nur, wenn 25% nur noch echtes Quellwasser ist, mal losgelöst von der Wasserbehandlung, haben nur noch ein Viertel sozusagen der Bewohner der Bundesrepublik Deutschland mal die Möglichkeit, irgendwie noch an Quellwasser dran zu kommen. Unser Quellwasser ist laut Aussage von einer großen Studie, was man zwar glaubt, die man auch hier in Bayern, in München sagt man, das ist ein sehr, sehr gutes Wasser, aber wir haben, glaube ich, von 122 Ländern rangieren wir irgendwie auf Rang 60 oder so in der Gegend. Das heißt, unser öffentliches Trinkwasser, was wir da bekommen, ist schlechter als das in Spanien, Portugal. Und das heißt eigentlich auch was. Und wir haben unglaublich viel Blei, Chlor und sogar mittlerweile Uran da drin. Und all diese Sachen führen natürlich dazu, dass wir über Trinkwasserreinigung reden. Aber in der öffentlichen Trinkwasserreinigung, für das öffentliche Trinkwasser, ist das genauso wie nachher im privaten oder gewerblichen Bereich, dass sie bestimmte Prozesse benutzen, um das Wasser irgendwie in ihrem Sinne wieder besser zu machen. Wir reden jetzt nur von der chemischen Seite und ein bisschen von der physikalischen Seite. Von sonst reden wir nichts. Das heißt, die einzige Aufmerksamkeit ist, hoffentlich ist das nicht zu laut, ist auf diesen 4%, das heißt auf der Physik oder auf der Chemie und alles andere, was außerordentlich wichtig sein kann, darauf haben wir gar keine Fokussierung. Ja, und im öffentlichen Bereich wird es einfach filtriert, in irgendeiner Form belüftet. Manche tun es enteisen, manche tun das entmanganen, entsäuern. Es wird Nitrat entfernt, manchmal dann von Geruchs- und Geschmacksstoffen. Und und wie gesagt, schon mit Ozon oder UV-Licht behandelt. Entkeimt, alle Mikroben werden einfach getötet, die wir natürlich sehr, sehr viel zum Leben bräuchten. Und es wird vielleicht noch mit Silber behandelt und ich weiß nicht, was sie alles tun. Auf jeden Fall wird versucht, irgendwie auf dieser 4%-Ebene alles zu tun, dass das Wasser einfach chemisch sauber ist, aber eigentlich ist sozusagen feinstofflich tot. Und das ist im Prinzip die viel größere Herausforderung, dass wir ein Wasser bekommen, das uns auf keinster Weise innen mehr nährt. Und vielleicht einmal, um die, die da
vielleicht auch außerhalb dieses Webinars viel mehr wissen wollen, was das eigentlich heißt, warum diese ganzen Geschichten, die da laufen, ein Wasser bringen, dass man kaum mehr einschätzen kann, was das alles in der Menschheit loslöst. Vielleicht ein paar Beispiele. Wir haben zum Beispiel Bleirohren. Die haben wir sehr oft verbaut früher. Dann haben wir sozusagen, das wäre ein Bleirohr. Dann haben wir Kupferrohren. Und dann haben wir Kunststoffrohren. Wir nehmen auch Kunststoffrohren, Kunststoffe in unseren Wasserreinigungsgeräten her. Da haben wir sehr viel Kunststoff drin. Dann haben wir V2A, also Edelstahl. Haben wir vielleicht in den Wasseraufbereitungsgeräten. Also überall haben wir irgendetwas. Zumindest mal bestimmt eins von beiden, von allen vielen. Und jetzt, wenn das Wasser tot ist und das Wasser nur chemisch rein ist und damit ein Riesenpotenzial nicht mehr für uns da ist, liegt es an bestimmten Dingen. Und die möchte ich nur an dem Bild nur ganz als Einzelnes mal anreißen. Und zwar, ob das jetzt Bleikupfer, Kunststoff oder V2A, der V4A vielleicht, das weiß man nicht, was die nehmen. Da gibt es vielerlei Möglichkeiten, dass all diese Moleküle und all diese Ionen, die dort angelagert sind, sind in einem komplett disharmonischen Zustand. Das heißt, nehmen wir einfach mal den Kupfer daraus. Und wenn man Kupferrohre macht, das wissen natürlich die machen, wie das geht, wird einfach Kupfer erhitzt, gezogen und wie das halt so vor sich geht. Aber alle diese Moleküle und Ionen da drin sind in einer Unordnung. Alle diese Sachen sind in einer Unordnung, die Bestandteile. Sie sind nicht ausgerichtet, sie sind nicht angepasst an Lebensprozesse. Es ist einfach nur verwirrt sozusagen Materie in irgendeiner Form zusammengemischt, hart gemacht und zu dem Zwecke, den es sozusagen, dem es dienen soll, halt verwendet. Und wenn dann durch dieses Wasser, durch diese Rohre Wasser fließt, das in irgendeiner Form Lebensimpulse, was immer das ist, uns geben sollte, dann nehmen die in all diesen Leitungen, die keine Ordnung haben, in all diesen Geräten, die für Wasseraufbereitung sozusagen verwendet werden, nehmen sie einen Zustand an, der ist vollkommen in einem Art Chaos. Das heißt, da hinten kommt ein Zustand raus, den keiner kennt und der auf dieser Ebene der Feinstofflichkeit letztendlich wie ein Chaos wirkt. Und dieses Chaos, das ist nur sehr schwer für den Körper, der dann das Wasser trinkt, zu behandeln, weil er nicht weiß, was das ist. Er hat sozusagen Hunderttausende von Jahren eine andere Erfahrung. Die DNS hat ein anderes Wasser gehabt. All unsere Prozesse sind auf ein ganz anderes Wasser ausgerichtet. Aber wenn wir das Wasser da dran vorbeifließen lassen und da durchfließen lassen, dann werden da Muster angelegt, es werden Informationsfelder angelegt, die letztendlich möglicherweise nicht nur ein Chaos verbreiten, sondern uns zwingen, etwas zu tun. Und zwar, sie zwingen uns, unser Geist-Seele-Wesen sozusagen wird gezwungen, da wir diese Sachen alle nicht kennen, wird gezwungen einzugreifen und sozusagen das Spiel Erkenne dich zu spielen oder Wer bist du zu spielen, um dann letztendlich, und da kommen wir vielleicht im nächsten Webinar genauer drauf, wenn noch Interesse besteht, dass dann dieses Geist-Seele-Wesen versucht zu erkennen, was ist das überhaupt und dann eigene Lebensenergie sozusagen verbrät, um die Dinge anzupassen, dass der Mensch mit diesem chaotischen Wasser zurechtkommt. Das war nur ein Beispiel, wenn das Wasser an solchen unstrukturierten Dingen vorbeiläuft, was es dann letztendlich für ein Chaos ergibt. Ja, die Trinkwasseraufbereitung, das ist ja Wasserreinigung ist ja unser Thema. Da gibt es im Prinzip nur, es gibt sehr, sehr viele Geräte. Ich habe in den letzten 20 Jahren bestimmt schon 100 Geräte gesehen und es werden eigentlich für meine Begriffe mehr.
Und aber trotzdem so das Grobe ist, dass wir einfach ein Wasser haben aus dem öffentlichen Netz. Es ist Hahnenwasser. Da haben wir die Phänomen, dass wir halt die Reste der Pharmazie drin haben. Also es gibt ja kein Gesetz, das eigentlich überprüft die Arzneimittelrückstände. Das heißt, die ganzen Rheumamittel und Schmerzmittel und ich weiß nicht, was alles passiert, was es alles für Mittel gibt, da gibt es ja noch nicht mal ein Gesetz dafür. Das heißt, wir wissen gar nicht, was in diesem Wasser da ist. Und deshalb sind diese Pestizide, Düngemittel, diese chemischen Stoffe und vielleicht mittlerweile Mikroplastik sind einfach in dem Wasser drin. Und das kommt einfach aus unserer Leitung heraus. Es gibt natürlich da weitaus bessere und weitaus schlechtere. Das ist sehr wahrscheinlich so. Dann hatten wir für die Wasseraufbereitung, hatten wir lange Zeit Tischfilter gehabt, haben wir heute noch letztendlich mit Monocarbonit oder mit Kohle gereinigt. Und diese Tischfilter haben Vor- und Nachteile. Wenn sie sauber verarbeitet sind, wenn sie zu lange in der Maschine sind, wenn sie mal mit heißem Wasser gespült werden und wenn viele Sachen passieren, dann kann es auch sehr, sehr schnell verkeimen. Wenn sie gut behandelt werden, dann können sie zumindest mal Feststoffteilchen und so weiter zurückhalten, was das Erste ist, damit wir sozusagen nicht verschlacken. Und aber so ein Aktivkohlefilter oder Tischfilter, der hat natürlich Grenzen. Aber immer wieder geschaut aus dieser materiellen Ebene, aus diesen 4%. Ja, und dann gibt es halt die Desinfektion. Die läuft auch oft. Das sind in der Regel UV-Systeme, sind Silberionen und irgendwelche andere Art von Desinfektionssystemen, die heute immer mehr auftauchen. Aber in der Regel ist es Bestrahlung oder Ozonbestrahlung noch dazu. Oder Ozonverwendung. Ja, und dann kommt das destillierte Wasser und das reines Wasser. Und da kann man eigentlich nur dazu sagen, dass deshalb habe ich auch so angefangen, wenn wir tausende von Jahren, unsere Ahnen und wir, an diesem Quellwasser adaptiert sind oder adaptiert wurden, dann erkennen wir so kein destilliertes Wasser. Wir nehmen das zwar, wir könnten es auch trinken, und es tun ja viele, aber das ist evolutionär für uns etwas, was wir nicht kennen. Der Körper reagiert sofort drauf. Das heißt, er versucht irgendwie diesen Einfluss, ich sage jetzt mal vorsichtig, zu reparieren. Und was im destillierten Wasser manchmal, kann ich mich noch erinnern, bei manchen Tests auch noch vorkommen kann, vielleicht heute nicht mehr, das ist Chlor, weil da hatte ich mal ein destilliertes Wasser, da war Chlor drin, das hat mich verwundert, aber ich glaube sogar, dass der Siedepunkt von Chlor niedriger ist. Also es sind halt Sachen, die sowieso nichts in Anführungszeichen möglicherweise für den Menschen, weil er das gar nicht kennt. Das heißt, dieses reine Wasser, das fällt vielleicht vom Himmel, wenn es regnet. Heute ist es manchmal sauer, aber dieses reine Wasser ist deshalb als Regen rein, um einfach Dinge aus der Erde auszulösen, Spurenelemente, Mineralstoffe. Aber zum Trinken ist das ja nicht gedacht. Wir haben uns ja nicht früher auf den Boden gelegt und haben so lange den Mund aufgemacht beim Regen, bis wir nicht mehr durstig waren, sondern das ist einfach kein Wasser zum Trinken. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung in all diesen Jahren. Das kann jeder machen, wie er will. Und was dann in den letzten Jahren immer noch mehr kam, bin schon wieder heißer, ist die Umkehrosmose. Das ist nichts anderes als das mit Druck durch eine Membrane, durch eine synthetische Membrane einfach Wasser gedrückt wird und mit so einer Art Permeat, das heißt, es wird Brauchwasser gebraucht, also früher war es 1:3, heute ist glaube ich 1:1, ich weiß nicht genau, wie gut die Maschinen schon sind, aber es wird halt einfach ein entmineralisiertes Wasser hergestellt, das letztendlich eine Form von Aggression hat. Ich kenne mich da auf einer anderen Seite ein bisschen aus, denn ich habe vielerlei Tests gemacht mit diesem Osmosewasser, bei der Glasreinigung und da gab es manche Überraschungen, was dieses Umkehrosmosewasser, wie aggressiv dieses Wasser manchmal ist und war. Aber diese Maschinen sind natürlich weiterentwickelt worden. Klar, man will dann desinfizieren, meist ist irgendwas, eine UV-Desinfektion
nachgeschaltet, dann vielleicht noch ein Ionenaustauscher, dann soll es noch energetisiert werden und was immer das erstmal ist. Und dann gibt es vielerlei Dinge, die ich schon gesehen habe. Dann wird es noch angereichert mit Mineralstoffen. Es wird vielleicht noch ein Kationaustauscher dran gehängt oder Bakterienfilter. Also es gibt alles, was man da noch dranhängt, um letztendlich diese ganzen Schadstoffe, die man so erkannt hat, herauszuholen. Was übrig bleibt, ist letztendlich eine leere Hülle von Wasser, in der keine Lebensimpulse mehr drin sind. Und die versucht man dann sozusagen zu energetisieren oder zu beleben. Und die Frage ist halt, ob das überhaupt geht. Was Sie jetzt von mir hören, ist meine Privatmeinung sozusagen oder unsere Privatmeinung. Es basiert nur auf jahrzehntelange Arbeit und jahrzehntelange Erfahrung. Und vielleicht das Grundsätzliche dann, wenn wir mal diese chemischen Reinigungen mal hinter uns gelassen haben, dass ein Wasser gibt, das möglicherweise zwar sauber ist, aber auf der anderen Seite der sogenannten 96%, da ist das Wasser schon lang möglicherweise kein Wasser mehr. Und wir trinken da etwas, was vielleicht uns unsere Kapazität, unser Potenzial, was wir haben, vielleicht sehr einschränkt. Und da das aber viele und alle tun und alle und viele Angst haben vor schlechtem Wasser, fällt das gar nicht so auf. Ich habe jetzt, weil mir in der letzten Woche unglaublich viele E-Mails geschrieben worden sind, hat mich echt überrascht, habe ich jetzt versucht einmal, um viele Fragen, weil ich den Menschen auch geschrieben habe, dass ich versuche, das irgendwie jetzt zu klären und vielleicht will es noch ein anderer hören, dass ich das jetzt versuche, mal die Fragen aufzuschreiben und ein bisschen meine Meinung zu sagen. Mehr ist das ja nicht und vielleicht kann der eine oder andere was damit anfangen. Und deshalb habe ich jetzt mal die Fragen zusammengefasst und gehe sie einfach mal durch und vielleicht wird sich bei einem ein Aha-Erlebnis auftun oder vielleicht denkt er, das ist ganz spinnert, aber das muss ja jeder selbst sehen. Spannendste war die Frage, die kam einmal von einer Frau, und zwar, wie viel Wasser soll ich trinken? Das ist die spannendste Frage, die immer kommt eigentlich bei manchen Vorträgen. Also ich glaube, dass diese Frage recht einfach beantwortet werden kann. 20 Milliliter pro Kilo, da muss ich ziemlich viel trinken. Am Tag, denke ich, sollte man Wasser trinken. Es gibt keinen Ersatz dafür. Das heißt, alles, was irgendwie eine Farbe hat, ist sehr wahrscheinlich für den Körper schwierig. Oft mache ich das mit dem Waschen oder mache ich das am Waschen klar, dass man mit Limo, wenn man Limo nimmt, farbige Limo, zum Wäschewaschen der Waschmaschine, dass man da weiße Wäsche nicht sauber bekommt. Das heißt, es ist zwar naiv, dieser Vergleich, aber er stimmt. Das heißt, sie werden mit irgendwelchen Dingen, was irgendeine Farbe hat, werden sie kaum ihren Körper dazu verleiten, die Adhäsions- und Absorptionskräfte des Wassers so auszuleben, dass er sie entschlackt und entgiftet. Das wird kaum geschehen mit Dingen, die halt eine Farbe haben. Dann kam unglaublich oft die Frage nach basischem Wasser. Das ist seit ein paar Jahren auch in, das weiß ich ja. Auf der Erde gibt es nicht so viel basische Wasser, ganz wenige. Und zumindest mal sind mir wenige bekannt. Und ich hätte es vielleicht auch mitgekriegt, wenn es sehr viele gewesen wären, die man trinken kann. Und, oder die überhaupt da sind. Und da kann man auch wieder erinnern an diese Millionen von Jahren Wasser trinken. Wir kennen kein basisches Wasser. Das heißt, unser ganzer Stoffwechsel, unser ganzer DNS kennt das gar nicht. Es weiß gar nicht, was es damit tun soll, weil wir zu 99, weiß ich nicht wie viel Prozent in all diesen 1000 Jahren unsere Ahnen, unsere überlieferten DNS und Felder ja gar kein basisches Wasser getrunken haben. Deshalb kommt auch der Körper damit auf lange Frist in Schwierigkeiten. Denken Sie aber an das Pögelsalz, das Phänomen Pögelsalz, und zwar diese basischen Wässer geben natürlich ein Riesenfeld auf diese Menschen. Und Sie können sich noch erinnern vorhin, da werden viele, viele Felder, viele Informationen um den Menschen gepackt.
Und was gut eingepackt ist, das wird dann oft nicht so schnell schlecht. Und von daher muss man das immer dabei bedenken. Warum beispielsweise von mir aus, losgelöst von diesem, seit Millionen von Jahren kennen wir das nicht und wir haben auch keine richtigen Felder, um das richtig zu verarbeiten, liegt auch daran, dass wir im Magen pH-Wert von 2 haben. Und das weiß ich aus eigenen Untersuchungen relativ genau nur für mich. Ich habe das mal für mich ein bisschen erforscht, dass man diese pH-Wert von 2 niemals stören sollte. Das heißt, da gibt es auch ein Buch, glaube ich, das heißt Säure des Lebens. Den Mann habe ich auch kurz mal kennengelernt. Also das ist so, dass man diese pH-2 der Magensäure nicht stören sollte. Das ist im Prinzip eine der Grundlagen für Gesundheit. Ja, was kam noch als Frage? Es kam noch als Frage Edelsteine und was als Informationsträger. Das ist so eine Sache. Meine Meinung dazu ist, dass, und die kennt man jetzt, glaube ich, schon ein bisschen, dass wir in informationsübersättigten Zeiten leben. Unser Wasser hat so viel Information, dass es eigentlich knallt. Und wir legen dann noch einen Edelstein und noch ein Steinchen da rein. Und das mag alles so sein, aber letztendlich ist die nächste Information und ist die nächstes Informationsfeld, weil einfach das Wasser eh schon voll ist. Und wir haben das Problem des Syndroms Pökelsalz, dass wir so genug haben. Von daher sollte das sich einfach jeder überlegen, ob er denn dann noch etwas dazu tut. Und die zweite Sache ist die, wenn Sie über Jahre lang Fungit oder Schungit oder so, wie der heißt, ja, habe ich mal beobachtet bei jemandem, der hat über 2 Jahre Schungit-Wasser getrunken. Und der Stein ist bestimmt in Ordnung, der Stein ist ein guter Heilstein, alles gut in der Diagnosetherapie, vielleicht perfekt. Aber ich weiß nicht, ob dieser Mensch werden will wie Schungit, weil das hat natürlich auch Auswirkungen. Ja, das heißt also, wenn ich da immer nur dieselben Frequenzen trinke, dann hat es irgendwelche Auswirkungen auf mein Potenzial meines Geist-Seele-Wesens und vielleicht ist da man nicht so sensibel dafür, was das alles für Auswirkungen haben könnte. Man will es natürlich tun fürs Positivum, dass man sich gut fühlt, aber vielleicht ist auch da das Wasser schon viel zu viel informationsübersättigt. Ja, was viele Fragen waren, war nach der Frage nach Emoto. Wie hatten wir vorhin schon mal, der hat diese schönen Bilder gemacht, hat das Thema eigentlich wieder auf der Welt in Fluss, in Gang gebracht. Aber es ist natürlich schwierig, das ist das, was er natürlich nicht verhindern kann, der Herr Emoto, aber es ist natürlich schwierig, wenn jeder auf einmal, habe ich mal einen schon Gläser gesehen, da stehen schon Liebe und Zukunft und Vertrauen und Glück und Geld und ich weiß nicht was, alles drauf. Und das ist natürlich auch schwierig, was da passiert. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, Sie kriegen ein Wasser und ich mache jetzt mal ein hartes Beispiel. Ja. Sie besprechen das mit Liebe oder mit sonst irgendetwas. Da kann ja in diesem Wasser sozusagen in unteren Ebenen und Schwingungen kann ja etwas sein, was Sie vielleicht gar nicht mögen. Und wenn Sie das dann besprechen, dieses Wasser, und da draufschreiben Liebe, dann legt sich das so wie eine dominante Oberwelle, legt sich das auf diese Frequenzmuster drauf. Und Sie kriegen natürlich dann eine gewisse Form von Bewusstsein, soweit Ihr Bewusstsein natürlich reicht, das, was Sie unter Liebe verstehen, das bekommen Sie. Aber Sie können unschwer darunter erkennen, was in dem Wasser, mit dem Wasser noch so ist. Das heißt, ich rieche immer am Wasser, ich rieche auch am Essen, ich rieche eigentlich an allem. Und wenn das nicht riecht, und dann fangen bei mir schon manchmal kleine Signale an zu arbeiten. Und wenn Sie aber jedes Glas Wasser, jedes Essen und jedes sonst was mit Liebe besprechen, dann werden Sie manchmal vielleicht nicht mitkriegen, was dann noch so alles drumherum ist. Ja, aber das ist nur ein Hinweis, das ist nur meine Meinung. Dann, was oft gefragt worden ist, soll ich Lauretanerwasser trinken und was soll das andere? Bloßewasser. Ja, ich denke mal, da kann ich nur antworten wie von Hildegard von Bingen, das auch mal gesagt hat, da wo man geboren ist, da gibt es dann zu tun mit vielen, vielen Dingen. Und diese Quelle in der Nähe, die ist die Quelle, die für einen da ist.
Natürlich kann man jetzt behaupten und sagen, dass die nächste Quelle zugeschüttet ist und ein Betonhaus draufsteht oder eine Betonplatte oder eine Straße drüber läuft, die Quelle ist weg, aber es gibt eine nächste Quelle. Und ob es Sinn macht, Lauretana dann durch die ganze Welt zu fahren, mit ihrem Informationsgefüge, nur weil es vielleicht ein leichtes Wasser ist, ein sauberes Wasser ist, das muss jeder selbst entscheiden. Aber eigentlich ist immer für einen Mensch, da wo er geboren ist, dann ist die nächste Quelle die, mit der sozusagen eine Verbindung hat. Und wenn er dann, heute ist ja Völkerwanderungszeit, aktuell natürlich noch mehr, aber dass die, wenn man sozusagen nicht mehr da wohnt, wo man geboren ist, das tun ja viele, dann ist es trotzdem wieder die nächste Quelle. Also ob es Sinn macht, das muss jeder sehen. Aber nur wenige sind, glaube ich, in 4000 Meter oder 4600 Meter Höhe, wo Lauretana gibt, geboren und sind an dieser Quelle aufgewachsen. Ich denke mal, das ist möglicherweise etwas anderes. Ja, die andere Frage war nach PPM-Werten. Natürlich ist es richtig, wenn ein Wasser wenig PPM-Werte hat, dann ist es, dann hat es natürlich wenig Mineralien, aber auch keine wertvollen. Das heißt, das ist nur wieder mal ein materieller Zeiger. Und das heißt, das eine schließt dann das andere aus und da muss man halt drüber nachdenken, was das ist. Ja, dann war noch die Frage nach dem harten Wasser. Natürlich haben wir hier auch in München hartes Wasser. Und das verschlackt, das ist auch letztendlich in dem Sinne korrekt und wird ins Bindegewebe eingelagert. Aber das ist das, was jetzt gerade, wenn wir das Wasser so trinken, ohne irgendwas zu tun, dann ist das halt so. Und ich denke mal, man muss gucken, dass es halt ein bisschen, was war die Frage Nummer 8 nach dem Ohm, dass, ich hatte es vorhin gesagt, ein Quellwasser hat 20.000 Ohm, aber das ist auch kein richtiger Zeiger, weil ein destilliertes Wasser hat 100.000 Ohm. Und ob destilliertes Wasser dann zum Trinken das Sinnvolle ist, das war ja noch zu hinterfragen. Ja, und zu PET-Flaschen war manchmal eine Frage. Da ist es klar, dass BPA-frei oder letztendlich gibt es auch zitronenbasierte Weichmacher. Man kann das umstellen, kosten zwar ein bisschen mehr, aber wenn die Wirtschaft will, dann kann man das umstellen, dann braucht man ja diese ganze Weichmacher da gar nicht in diese PET-Flaschen zu tun. Außerdem muss man das ja auch nicht kaufen. Man kann einfach in eine Glasflasche sozusagen von der nächsten Quelle etwas kaufen will, wenn man das kaufen will und kein Wasserreinigungsgerät hat oder sich kaufen will, dann ist es einfach Glas und die nächste Quelle, die in der Nähe ist, wo etwas angeliefert wird oder wo man hingehen kann. Ja, und dann Abovis-Einheiten war auch noch, das Wasser muss hohe Abovis-Einheiten haben. Ich denke mal, wir haben so viel Energie auf dieser Welt, da kann man drüber nachdenken. Für uns ist es so, dass wir die Energie von innen herausholen. Für die Menschen, wir brauchen von außen eigentlich nur ganz wenig, in Anführungszeichen, solche Energien. Ich weiß, dass viele Leute denken, viel Bovis ist viel und ist gut. Aber eigentlich ist die Geschichte möglicherweise auch so zum Nachdenken, dass wir aus uns heraus diese Energie bilden können. Und der Weg von außen einfach auch immer ein Weg ist, dass wir nicht wissen, wo die Energie herkommt und was das für Energie ist. Und das macht schon Sinn, vielleicht von innen heraus die Sachen aufzubauen. Dann immer wieder eine große Frage ist effektive Mikroorganismen, EM-Pipes, kennen die sich damit beschäftigen, auch von dieser Frage. Auch wieder, da kann man geteilter Meinung sein. Ich mache Ihnen mal ein Bild. Vor 20 Jahren oder egal wie lange das her ist, haben wir Ratten und Mäuse auf landwirtschaftlichen Höfen verbrannt und ausgestreut, wenn man eine Ratten- oder Mäuseplage hatte. Da kann man drüber denken, wie man will. Aber letztendlich ist das ähnlich so bei den EM-Pipes. Da werden Bakterien gezüchtet, Lebewesen mit Brüdern und Schwestern. Und die werden dann bei 2.000, 3.000 Grad im Ton verbrannt, getötet, gemordet. Und ob das jetzt wirklich was mit Lebensimpulse zu tun hat, das soll jeder selbst sehen. Also es gibt immer mehrere Seiten zu allem, auch natürlich zu dem, was ich sage. Aber die Frage, die Gretchenfrage, die bei all diesen Dingen hervorkommt, ist die,
das können wir überhaupt in irgendeiner Form, was er das, das in die Knie gegangen ist, letztendlich keine Lebenskraft mehr, überhaupt noch energetisieren, beleben. Und was passiert da? Oft kam auch noch das Thema als Frage, Grander Wasser, levitiertes Wasser, ich meine, das ganze Programm kam dann halt bei den Mails, kann ich ja auch verstehen. Auch da kann ich nur meine ganz kleine Meinung dazu sagen, den Johann Grander kenne ich noch persönlich, der ist, glaube ich, vorletztes Jahr gestorben. Als ich den Mann kennengelernt habe, das war super, der war super drauf, der hat echt was Gutes vor. Und aber die Idee, dass man zum Beispiel die Quelle, wo er wohnt, mit Magnetkräften um die Welt verteilt, das kann man natürlich auch anders sehen, weil was will ein Chines mit der Information aus einer österreichischen Quelle machen, die er dann trinkt? Das könnte bedenkenswert sein. Und nur Magnetkräfte zu haben im Wasser, das ist genauso wie wenn sie ein ganzes Leben lang nur Kartoffeln essen. Das könnte auch schwierig sein, weil in unserem Körper passieren ständig Wechsel zwischen magnetischen und elektrischen Kräften. Bei aller Respekt, und der Johann Grander, der wollte wirklich was Tolles, das ist so, der war ein super Mensch, ist die Frage, wenn ich nur Magnetwasser trinke, und das ist keine Kritik, sondern nur ein Hinweis, wenn ich nur Magnetwasser trinke, und dann habe ich dann, wenn ich auf die Toilette muss, da stelle ich viele Wässer und viele Felder, Wasserfelder im Körper um auf elektrisch, um einfach auszuscheiden. Und wenn dann ein Feld überlagert, dann ist die Frage, was kommt da raus? Das heißt also, dieses Entweder-Oder, das gibt es im Körper auch nicht. Und trotzdem war das eine tolle Idee mit diesem beschleunigten Wasser natürlich. Was auch kam als Frage war, levitiertes Wasser. Der Wilfried Hachenay, auch den Mann kenne ich noch, der ist leider auch verstorben und der hat halt auch in bestimmten Geometrien Wasser beschleunigt. Auch das hat immer eine Frage, kennt der Mensch für technische Prozesse, alles kein Problem, aber kennt der Mensch so schnelles Wasser? Und was passiert da eigentlich? Und wenn man sich vorstellt, war auch eine Diskussion vor vielen Jahren mit Herrn Hachenay, dass Beton härter wird, wenn man levitiertes Wasser verwendet. Und was das dann im Körper eines Menschen anstellt, das kann man dann sich mal vorstellen. Das heißt, alle diese Dinge sind Ausdruck der Schöpfung natürlich, sind alle so, wie sie sind. Aber ob man das Wasser wirklich dann belebt oder energetisieren kann damit, das ist immer noch die Frage. Ja, was kam dann? Ah ja, die große Frage war die Löschung von Schadstoffinformationen. Das war auch eine große Frage. Natürlich kann man sich vorstellen, dass das geht, weil das sind Frequenzen. Da kann man sozusagen die Frequenz löschen und dann glaubt man, dass man da die Information gelöscht hat. Und das ist aber trotzdem vielleicht auch eine andere Seite, weil das Universum vergisst nichts. Und wenn wir glauben, dass wir einfach Frequenzen löschen können, dann ist die Information der Löschung trotzdem noch drin. Und das ist wie ungefähr so bei einem Computer. Man hat was gelöscht, aber auf der Platte steht es trotzdem noch drauf. Nur ist es noch schwieriger, dass wenn man glaubt, dass man das gelöscht hat, dann steht es in anderen Räumen noch herum. Und das wirkt trotzdem, manchmal nur erst zeitversetzt, aber es wirkt. Und deshalb kann man da auch drüber nachdenken, ob das so ist. Ja, und so ging eine Frage nach der anderen. Ich muss, was war noch eine wichtige Frage? Da war noch eine Frage, kam später noch mit hexagonal. Da war noch eine Frage, dass der Mensch darauf angewiesen ist, Ordnung von außen aufzunehmen. Natürlich haben wir die Möglichkeit und auch das tun wir, Ordnung von außen aufnehmen, wenn wir Pflanzen essen, die einfach aus dem Reich der Steine die Mineralien gelöst haben und dann können wir die gut verstoffwechseln, alles gut. Das funktioniert auch. Deshalb sind wir zum Teil auf bestimmten Ebenen von außen auf eine Ordnung angewiesen, aber die 96% oder die, sagen wir mal, die viel wichtigeren Ordnungskräfte, die müssen wir selbst bilden. Und das ist sozusagen in uns drin. Das geschieht eigentlich automatisch erstmal, aber man kann das natürlich auch sehr fördern. Ja,
Dann war noch eine Frage, und zwar, die immer wieder kam von Entgiften von Wasser, wenn es sehr rein ist und dass es Schlacken mit austrägt. Also Entgiften mit Wasser, das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn es ein weiches Wasser ist und wenn es natürliche Informationsgehalte hat. Aber Entgiften eigentlich tut der Mensch möglicherweise am besten mit frischem Obst. Und das Wichtigste ist, mal eine Stunde in der Sonne zu sein. Das heißt, so meistens um die 11 oder 1 Uhr, da wäre es am besten. Und viel Wasser trinken. Und aber das Obst, das ist so ein besonderer Wassersaft, Zellsaft, der entgiftet eigentlich wunderbar. Ja, und am Schluss kamen alle Fragen noch, die so aufgetaucht sind mit diesen ganzen Wasserbearbeitungsmaschinen, ging fast alles am Schluss noch auf hexagonales Wasser. Ich habe am Anfang mal was dazu gesagt, so etwas Ähnliches. Das heißt, wir wissen, dass es eine Art Gel gibt. Das wissen wir in dem Fall schon etwas ein paar Tage oder ziemlich lang. Und dieses Gel in der Alchemie, wenn man da drauf schaut, das ist wirklich ein besonderer Stoff. Das heißt, immer wenn eine Grenzschicht da ist dann, und das Wasser irgendwo durch soll und muss, dann entsteht das. Das ist korrekt. Und wir haben auch hier das Problem der Information, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Das heißt, wenn wir eine hexagonale Struktur sehen, erkennen wir noch nicht, was das für Information wirklich trägt. Ich habe am Anfang gesagt, dass es gewisse Pflanzen gibt, die sind giftig und die auch wunderschöne Kristallbilder machen. Und da haben wir auch das Problem der Information. Aber ob dieses hexagonale Wasser, ob das jetzt zum Werdeprozess eines Menschen gerade gehört oder zum Sterbeprozess, wenn man es herstellen will, das ist also Vergehensprozess, nicht Sterbeprozess, sondern Vergehensprozess, das muss dann noch herausgebracht werden. Aber Fakt ist, es gibt so ein Gel, das ist korrekt, was man so Gel nennt. Hier wird es, glaube ich, EZ-Wasser genannt in diesen Briefen. Und dieses Wasser, ob man es herstellen kann, das weiß ich nicht. Das bezweifle ich erstmal, weil es braucht ein hohes geistiges Potenzial, diese Qualität im Körper, geistiges Potenzial herzustellen. Ich denke, in der Pflanze, also in was drin, in den Smoothies heutzutage, da ist es ziemlich gut drin und ziemlich viel drin, weil da ist halt ständig dieser Austausch an der Zellwand, dass da entsteht das etwas mehr wie sonst. Und dort kann ich auch erkennen, dass das da das unsere Nahrung ist, diese Pflanze, wo wir die also aufnehmen und evolutionär weiterverarbeiten, dass es da eigentlich im Werdeprozess steht, diese Strukturen. Und bei den anderen kann ich es halt auch nicht sagen, weil ich das Wasser noch nicht gesehen habe und nicht im Labor hatte. Aber ob die anderen Sachen zu sehen, weiß ich nicht, das kann ich nicht zu sagen. Es ist nur die Frage immer der Information. Ja, ich glaube, heute bin ich schneller wie letztes Mal. Bin nur ein ganz wenig oder ein bisschen auf die gewerblichen Wasserreinigungsgeräte eingegangen, weil ich auch einfach das Gefühl habe, das ist alles korrekt, chemisch gesehen, das ist alles korrekt, bis zum gewissen Teil, wo die Physik was beschreiben kann. Aber danach, ob man dieses ganze Wasser dann in irgendeiner Form mit welchen Mustern belegt, mit irgendwelchen Dingen energetisiert, und das würde dann schwierig werden, weil wenn, ich sage jetzt mal ganz banal, wenn das Huhn tot ist, kann ich es nicht mehr lebendig machen. Und da sind die Sachen sozusagen schwierig, würde ich mal vorsichtig sagen. Weil das Leben selbst da, also es ist das begrenzte Verhalten des Menschen, also unsere Fähigkeiten in unserer Begrenztheit, da wieder ein Wasser, was komplett in die Knie gegangen ist, zu einem sogenannten Quellwasser zu erheben, das ist schwierig. Und deshalb ist im Prinzip die Wasserreinigung auf dem Bereich des Chemischen, da kann man das bestimmt alles schön sauber machen und physikalisch, feinstofflich strukturieren, das kann man versuchen, aber ich denke, dass das am besten die Erde kann und am besten die Intelligenz dieser Schöpfung, da sind wir etwas weit davon entfernt.
Ich habe vom Pökelsalz-Syndrom gesprochen. Das heißt, das ist das, glaube ich, das Entscheidende, dass wir in dieser Welt, in der wir Wasser reinigen, wo die Information der Wasserreinigung, die Information vom Kohlefilter, die Information vom Ionenaustausch, die Information vom Kunststoff, die Information vom Metall und die Information vom Beleben und was immer für Informationsfelder gigantomanisch noch dazukommen, führt dazu, dass wir im Pökelsalz-Syndrom einfach informationsübersättigte Felder haben und die werden immer größer. Das ist, denke ich mal, ein ganz schwieriges Thema. Und da man jetzt nicht einfach Informationen löschen kann, das kann man nun tatsächlich nicht einfach und es geht eigentlich gar nicht, dann wird die Sache schon spannend, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben ein bisschen gefühlt und erfahren, dass wir, dass die Information des Wassers für unsere Gesundheit ganz besonders wichtig ist und je natürlicher sie ist und je mehr in natürlichen Konzepten dieses Wasser gewesen ist, sprich in der Erde, desto besser ist das für uns. Natürlich wird die Struktur des Wassers eine wichtige Rolle spielen für die Gesundheit, je freier sie ist und je weniger sozusagen, egal wer als Mensch Hand angelegt hat an dieser physikalen Struktur, desto mehr wird wohl der Mensch damit aufgrund von evolutionären Geschichten umgehen können. Und ich glaube auch, dass, und das ist das Spannendste, glaube ich, für mich, immer wieder zu sehen, dass der Mensch ein unglaubliches Potenzial an Reinigungskraft hat. Das wird immer unterschätzt, dass der Mensch das kann. Natürlich ist das Thema Entgiftung und wird immer größer. Und da ist ja auch in großen Maßen auch was dran, aber ich habe manchmal das Gefühl, als ob diese Selbstreinigung des Menschen, die wird oft unterschätzt. Und zwar mein Beispiel, das ist also jeder Mensch sozusagen ist eigentlich wie ein Alchemist, ja, der kann also Transmutation hervorführen, das heißt, sie können noch so viel essen, wie sie wollen, aber sie können essen, was sie wollen und trinken, was sie wollen, aber ihr Körper kann durch verschiedene Prozesse solche unfassbaren chemischen Verbindungen herstellen, die sie in dieser Art und Weise gar nicht essen können und gar nicht in den Mund oder über die Haut einführen können. Und von daher ist gerade dies, und das ist das Positive natürlich an der Hexagonalgeschichte oder EZ-Wasser, dass genau diese Gelflüssigkeit, die in unserem Körper sehr oft entsteht, wenn Phasenübergänge gemacht werden, dass genau in dieser Gelschicht auch diese Reinigungsdinge vonstatten gehen müssten, nach unserem Wissen, und dass der Mensch zu unglaublichen Reinigungsleistungen fähig ist. Das vergisst man immer. Und man kann es ganz einfach sehen, nachdem jetzt in manchen Städten das Trinkwasser, auf gut Deutsch gesagt, unter aller Vorstellung ist und die Menschen immer noch nicht reihenweise umfallen. Also der Mensch hat und trotzdem dazu noch die Belastungen von sonstigen Dingen wie Elektrosmog und was alles durch die Luft und durch die Welt fliegt, hat der Mensch unglaubliche Reserven auch selbst zu heilen und selbst zu reinigen. Das darf man nicht vergessen. Und vielleicht ist es auch metaphysisch aus einer übergeordneten Sicht der Dinge vielleicht auch so, dass das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich nenne das Wort normalerweise nicht, zumindest mal nicht vor der Kamera, aber ich drücke es mal Vorsicht aus, der Weg aus dem Problem führt durch das Problem. Das heißt, vielleicht ist der Mensch sozusagen, muss das ausbaden und wieder reinigen, was er denn überall auf der Erde angestellt hat. Und dafür muss er natürlich ein Riesenpotenzial haben. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Als Empfehlung, bis wir dann noch tiefer in diese Sache mit der Information einsteigen werden, wenn Sie wollen natürlich nur, ist, dass jeder Mensch kann eine Quelle finden, die ist meistens nicht so weit, wie man glaubt. Und diese Quelle, die liegt, also es gibt sehr, sehr viele noch in Deutschland und sehr, sehr viele in jeder Gemeinde. Wenn man sie sucht, dann findet man sie auch und vielleicht ist diese Quelle ein schöner, auch mystischer Platz. Vielleicht ist auch wichtig, dass viel mehr Quellen besucht werden, weil vielleicht fühlen Sie sich ein bisschen einsam, aber Sie wissen, was ich meine. Das heißt, das ist einfach so, dass wenn wir wieder zur Quelle gehen, das hat natürlich ein mehrdeutiges Bild. Nicht nur, dass ein Kraftort sein kann,
dann begeben wir uns wieder auf den Weg in eine gewisse Form der, der Natürlichkeit. Ja, ansonsten bis jetzt noch kann ich Ihnen empfehlen, Wasser vielleicht, wenn Sie das in Glas kaufen von dem nächsten Quelle, wenn das geliefert wird, dann kann das sehr positiv sein für die Umgebung, für die Mitwelt und die Umwelt. Und dass, wenn Sie viel Obst essen und viel frisches Obst, frisches Gemüse und so weitestgehend natürliches Gemüse, dann haben Sie schon viele, viele Sachen gemacht für Ihre Gesundheit und müssen nicht mehr so sehr auf irgendwelche Wässer zurückgreifen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch, dass das eine ist einfach, dass es sinnvoll ist, sich natürlich damit zu beschäftigen, was für Wasser trinke ich. Ich denke, dass noch viel wichtiger ist, sich damit zu beschäftigen, wie man in der Zukunft die Verunreinigung entscheidend verringern kann. Das heißt, wenn das wirklich so stimmt, und ich glaube einfach mal diesen Studien in Anführungszeichen, dass diese Wissenschaftler aus aller Welt mehr oder weniger auf den Punkt gekommen sind, dass 90% aller Gewässer und Trinkwasser in Schwierigkeiten sind, dass so ziemlich Zeit ist, was zu tun. Und dass wir unsere Aufmerksamkeit dorthin lenken, was wir da tun. Und wir könnten, ich habe heute Nacht mal, also gestern Nacht besser gesagt, geträumt. Und ich habe gedacht, vielleicht wäre das mal ein Punkt, eine Information, eine natürliche Information zu versenden. Vielleicht ist das der Zeitpunkt, vielleicht eine Wasserpartei aufzumachen. Ich habe in dieser Nacht, wo ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, so wenn ich in alle Richtungen durchexerziert habe, dass es im Prinzip, wenn wir uns nur noch um das Wasser kümmern, dass das wieder sauber ist, lösen sich so ziemlich alle Probleme dieser Welt, fangen sie an zu denken. Das ist so, weil zum Beispiel ganz einfach würde in dieser Wasserpartei stehen, wer Wasser verschmutzt, muss auch sauber machen. Ziemlich einfache Geschichte, das ist so wie, wenn ich meinen Kindern früher erzählt habe, wenn du dein Zimmer nicht dreckig machst, dann musst du aufräumen, das ist ja eine ganz normale Geschichte eigentlich, und vielleicht steht da noch drin, Wasser darf nicht mehr als 20 Kilometer gefahren werden, dann hört auch viele Sachen auf, und das wäre vielleicht eine Idee, eine Wasserpartei, ich weiß nicht, habe ich schon nachgeträumt, und hab dann auch heute Morgen noch kurz von einem Freund eine E-Mail gekriegt, der jetzt weiß, dass ich da über ein bisschen über Wasser rede, dass er gesagt hat, und das konnte ich mir fast nicht vorstellen, dass der Wassermarkt weltweit fast 200 Milliarden Euro Umsatz erreicht. Das ist schon eine gute Zahl. Das heißt, hier ist es unglaublich notwendig, außer dass wir gucken, dass wir einigermaßen auf der einen Seite sauberes vielleicht, aber an anderer Seite wirklich wieder zu einem Wasser kommen, einem möglicherweise wirklich lebendigen Wasser, indem wir einfach versuchen, die Verschmutzung auf dieser Welt ganz schnell zurückzufahren. Ja, ansonsten denke ich, fällt mir gar nichts mehr ein. Ich weiß nicht, wie weit die Zeit ist, aber ich bin mit meinem Kopf eigentlich, mir fällt gerade nichts mehr ein, fertig, dann rufe ich den Namen, falls der mich noch hört, oder ich hoffe, dass er mich hört, und vielleicht sind noch viele Fragen zu all diesen Dingen. Ich habe versucht einmal, durch all diese Fragen, die mir gestellt worden sind, durchzugehen und habe ein paar Ideen versucht zu vernetzen. Hörst du mich, Namen? Ja, ich höre dich, super. Vielen, vielen lieben Dank. Also das waren heute mal wieder sehr atemberaubende Worte. Gerade zum Ende hin wurde es auch noch mal richtig spannend. Also man sieht auch, dass du ein wahrer Träumer bist. Ich habe einmal, bevor ich starte, also es kam schon während des Webinars oder während des Vortrags schon zahlreiche Fragen ein. Ich habe auch mal eine persönliche Frage. Du hattest ja auch über deine eigenen Erfahrungen zum pH-Wert gesprochen, also zu der den Säuregehalt des Magens, was mir noch nicht, und auch den einen und den anderen Zuhörer und Zuhörerin nicht ganz rüberkam, welchen pH-Wert würdest du dann eben fürs Trinkwasser empfehlen? Also ich denke mal nicht pH-Wert 2.
Nein, nein, also normalerweise würd ich sagen, der liegt, also jetzt einfach von meiner Erfahrung her, bei 6,8. Da ist er sehr, sehr einträglich. Und das ist so der Punkt, wo das Wasser, also kurz vor 7, kurz vor neutral, wo auch seine elektrischen Aspekte, was ist ein Dipol, und wo seine elektrischen Fähigkeiten auch noch sehr, sehr noch präsent sind. Deshalb ist 6,8 für mich ein ganz guter pH-Wert. Aber jetzt einfach aus dieser Sicht heraus, aus der materiellen Sicht. Okay, dann möchte ich auch gleich in die Zuhörer und Zuhörerinnen Fragen einsteigen. Der Uli war ganz aktiv, der hat jede Menge Fragen geschrieben. Die erste Frage, genau, die ist, ich bin etwas verwirrt. Welches Wasser sollten wir nun trinken oder welches wäre gut zu trinken? Ja, ich kann diese Fragen final zu beantworten. Ich kann nur sagen, was ich entschieden habe. Ich entscheide mich aus Erfahrung für das Wasser der nächsten Quelle. Das heißt, ich gucke immer, wo die nächste Quelle ist, dass die, wenn die mir das Wasser in Glas bringen, in Glasflaschen bringen, dass sie nicht weit fahren müssen. Ich weiß natürlich, dass das oft mit Ozon behandelt wird, aber ich weiß auch, dass die Schadstoffe da drin sind. Aber ich selbst, da kommen wir vielleicht nächstes Mal dazu, mache noch was anderes mit dem Wasser. Aber ich denke mal, dass dieses Wasser für mich das Beste ist, weil ich versuche, extrem viel Obst noch zu essen, extrem auch viel Smoothies zu trinken. Und das, was ich sonst noch mit, also viel Wasser aus Pflanzen, viel Wasser aus solchen Sachen. Und dass dann dieses Kompendium, diese Gemeinschaft sozusagen mir eher noch den Zugang zu diesem Erdenwasser gibt, wie wenn ich eine Maschine verwende, die einfach auf dem Markt ist. Das ist aber meine persönliche Haltung. Okay. Die Gabi fragt, Pentawasser hat eine sehr geringe Oberflächenspannung, um nicht austrocknen muss, um nicht auszutrocknen, Entschuldigung, ist doch recht klein geschrieben, muss es eine geringere Oberflächenspannung haben. Kann es selber hergestellt werden und wie, mit welchem Filter, über welche Methode? Also wie gesagt, ich kenne nicht alle Filtersysteme. Penta, das kommt sehr wahrscheinlich von Pentagramm, von 5. Und vielleicht zielt dieses Pentagramm-Wasser, wie gesagt, ich kenne es nicht, zielt vielleicht darauf hin, dass das ein ganz bestimmtes strukturiertes Muster hat, weiß ich jetzt nicht. Aber dazu kann ich jetzt, da ich es wirklich jetzt gerade nicht kenne und kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ein Wasser, das eine hohe Oberflächenspannung hat, kann natürlich nicht gut in die Zellen eindringen. Das ist egal, wo das Wasser her ist. Und es ist halt so, dass ein weiches Wasser, ja, was auch aus vielen Quellen sehr weich kommt, natürlich sehr gut in die Zellen eindringen kann. Das heißt, dort wird an der Grenzschicht, wo das Wasser jetzt in die Zelle geschieht, das, was wir vorhin hatten von dem hexagonalen Wasser, diese Grenzschicht halt mit dem weichen Wasser, da braucht man nicht so viel Kraft, diese Strukturen aufzubauen. Ja, das ist mit härtem Wasser wohl etwas schwieriger für das Geist-Seele-Wesen. Aber mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich kenne nicht diesen Wasser. Die Britta fragt, die Blume des Lebens in einen Glasboden graviert, ist das okay? Es ist eine Information, das heißt, ob es jetzt die Blume des Lebens ist oder einen schon gibt, das ist jetzt erstmal für das Prinzip vollkommen egal. Ich habe mich selbst einige Zeit in Peru mit der Blume des Lebens beschäftigt. Es ist natürlich ein Hinweis auf etwas, aber es könnte sein, dass die Blume des Lebens, die letztendlich durch seine Linien, wie sie dargestellt wird, in einer Begrenzung steht und die Dimensionalität, glaube ich, anders gemeint war bei dieser Blume des Lebens, dass dann etwas geschieht, was die Dame selbst entscheiden muss. Aber ich denke nicht, dass vom Gefühl her einfach und meinen eigenen Erfahrungen, dass die Blume des Lebens vielleicht erst an einem längeren Wegens, also wenn der Weg des Lebens lange gelaufen ist, dann kann man sich die genauer anschauen.
Aber wenn man auf dem Weg ist, dann ist es vielleicht interessanter, weitestgehend freies Wasser zu trinken. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Okay, Norbert fragt, wenn reines Wasser in E-Mehl gelagert wird, wird es dann auch verändert, wie es bei Blei, Kupfer, Kunststoff der Fall ist? Wo soll, ich habe das nicht verstanden. E-Mehl. Ich hatte da auch nochmal nachgefragt, weil ich es nicht kannte. Also E-Mehl wird in 1250 Grad Celsius gebrannt, zum Beispiel Ries-E-Mehl-Geschirr. Soll ähnlich wie Glas sein. Okay, tut mir leid, habe ich noch nicht gehört. Aber natürlich waren im Prinzip schon immer in der Evolution der Menschen gebranntes Tonwerkzeug, gebranntes Glas, ein Aufbewahrungsmittel für Wasser oder für Nahrungsmittel. Und was das jetzt für eine Auswirkung hat, kann ich nicht sagen. Ich kenne es nicht. Okay, sonst darf Norbert auch gerne nochmal per E-Mail. Ja, vielleicht kann er mir mal was schicken, genau, oder einen Link, dass ich mir das mal angucken kann. Genau. Die Heidi. Also wenn ich es richtig verstehe, also auf Alte Quelle in Altmünster, da steht an einer Quelle ein Schild, kein Trinkwasser. Also es geht einfach darum, an einer bestimmten Quelle wird ein Schild aufgestellt, kein Trinkwasser. Was ist davon zu halten? Ist das zur Abschreckung? Schätze ich mal, ist eigentlich die Frage da, oder worum geht's dort? Also manchmal entsteht das an einer Quelle, das, also Alto Münster, wenn das ist, was ich meine, dann kann, also es kann sein, das ist aber eine Theorie, das habe ich schon mal in ländlichen Gebieten gesehen, wenn jetzt zu viel Dünger ausgetragen worden ist, also dieser sogenannte Wirtschaftsdünger, zu viel Gülle auf die Felder, dann sind Quellen, die letztendlich von diesem Nitrat überbelastet sind, die sind dann geschlossen. Das heißt, also da habe ich es einmal gesehen, dass wo zu viel Gülle ausgetragen worden ist, das Grundwasser zu sehr verschmutzt war mit Nitrat, dass ein, zwei Brunnen, ein, zwei Quellen geschlossen worden sind. Da kenne ich es mal. Ob das in Alto Münster, ich hoffe, dass ich weiß, wo das ist, das weiß ich nicht. Aber das könnte ein Grund sein, wenn das nur eine athesische Quelle, also die eine Quelle ist, die einfach nicht letztendlich wie Oberflächenwasser ist, dann kann das schon mal sein. Könnte sein. Okay, die Sigrid, fragt, könnte man ein Quellwasser aus meiner Umgebung einfach trinken oder muss es erst untersucht werden? Ich glaube, dass wenn ein Quellwasser gefunden wird und dann spricht man am besten die Leute am Ort mal an, man geht ein bisschen auf die Suche, was das für ein Wasser ist. Meistens gibt es ja da Hinweise in der Stadt, in der Gemeinde, auf dem Dorf und man sieht, wo die anderen trinken. Also das ist ja so, dass man diese Information, denke ich mal, herbeiholen kann. Und ansonsten macht man einfach einen kleinen Test und schickt das ein und dann sieht man das. Kostet in der Regel ein erster Test, glaube ich, so 100 Euro. Gibt es im Internet Institute, die machen das erstmal. Und dann ist der erste Test schon mal da, was er ist. Und dann kann man entweder mehr sehen oder man kann auf der Gemeinde oder bei der Stadt fragen, was das für Wasser ist. Ich denke, das kriegt man heraus. Okay, ja, ist auch ein sehr guter Hinweis. Und noch eine Frage von nicht der, sondern die Uli. Ist Brunnenwasser besser als chemisch behandeltes Wasser oder besser aus dem Supermarkt, auch wenn die Erde es noch nicht für unseren Genuss vorgesehen hat? Alle Brunnenwässer sind ja leider werden immer mehr Brunnen geschlossen. Wir kriegen das nicht so offiziell mit. Ich weiß es halt aus manchen Gegenden, dass mehrere Brunnen deshalb geschlossen worden sind, wie vorhin schon genannt, weil einfach zu viel Dünger eingetragen wurde. Und deshalb muss ein Brunnenwasser immer kontrolliert werden, was das ist. Fließt da Oberflächenwasser zu? Ist es tatsächlich Tiefenlagerwässer, wo der Brunnen ist? Das muss man von Ort zu Ort checken, einfach prüfen. Und wenn man dann sicher ist oder das geprüft wird, dann kann man trinken. Einfach so ist sehr wahrscheinlich nicht richtig. Okay. Eine weitere Frage von Gabi. Strukturiertes Wasser, was bedeutet es? Ist es dasselbe wie geringere Oberflächenspannung?
Eine geringe Oberflächenspannung ist ein physikalischer Wert. Mal als Beispiel, wenn wir jetzt ein Bioreiniger nehmen, der Wasser hat von sich aus eine Oberflächenspannung. Und wenn man dann jetzt einen Bioreiniger reintun, dann setzt man letztendlich die Oberflächenspannung herab. Dann werden die Cluster ganz klein sozusagen und man kann unter den Schmutz und reinigen. Das hat was zu tun mit Oberflächenspannung, das ist eigentlich mit der Bioreiniger ein chemischer Prozess. Und teilweise natürlich auch physikalisch. Aber wenn Sie jetzt von Wasserstrukturen, Clusterstrukturen, das ist eine rein feinstoffliche Aussage. Das heißt also, man kann mit manchen bildschaffenden Methoden, kann man, wie zum Beispiel der Herr Emoto oder es gibt noch viele andere natürlich, der ist halt jetzt bekannt, kann man mit bildschaffenden Untersuchungen kann man zeigen, wie die Clusterstruktur in diesem Wasser ist. Und darauf kann man dann, wenn man das auch kann, gewisse Aussagen treffen. Ja. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Okay, eine weitere Frage von Norbert. Was hält Hubert von gesundem Nitrat? Von was? Wie heißt das? Gesunden Nitrat. Also Nitrat im Trinkwasser, aber gesundes Nitrat. Also jetzt weiß ich nicht, was das ist. Tut mir leid. Also gesundes Nitrat, das kann ich nicht dazu sagen. Das weiß ich nicht. Nitrat ist erstmal Nitrat, aber vielleicht fehlt mir da was. Ja, dann soll er mir eine E-Mail schreiben. Ich verstehe das nicht, leider. Okay. Bitte nochmal erklären, was genau ist Alchemie und was ist der innere Alchemist? Oh, das sind jetzt sehr große Fragen. Ich würde sagen, wenn wir nächstes Mal das nächste Webinar machen, reden wir mal ein bisschen über Alchemie oder über diese Form, was mit Wasser zu tun hat und was das mit Transmutation zu tun hat, weil das ist ein großes Thema. Also das kann man nicht so leicht in 2-3 Sätzen beantworten. Ich würde das gern verschieben. Weil es würde dann wieder, muss ich wieder irgendwo groß anfangen und dann dauert es sehr lange, sehr wahrscheinlich. Wenn es geht. Genau, ich habe noch weitere Fragen. Wenn man keinen Zugang zu einer Quelle hat, was schlagen Sie dann von Ihrer Seite vor? Sie haben doch auch Wassergeräte. Ja, ich habe auch ein Wassergerät, aber das ist, da ich einfach vermeiden wollte, weil ich ja eingeladen bin, mal so über Wasser zu reden, über eigene Sachen zu reden, habe ich meine eigene Meinung natürlich dazu. Ich benutze mein eigenes Wassergerät, das ist nur ein Carbonitfilter, sonst nichts. Den habe ich wochenlang im Labor bearbeitet. Wir haben viele Sachen bearbeitet, aus der der Filter besteht. Das ist nicht mehr ein normaler Filter, wie man ihn so kennt. Und der soll nur es erreichen, dass wir die Feststoffteilchen, also die Schwebteile, rausnehmen. Die sind für mich ein großes Problem. Und das andere macht eine andere Technologie, über die wir vielleicht, wenn das jemand wissen will, was wir da machen, dann vielleicht das nächste Mal machen. Das ist die Lichtmatrix-Technologie, die ich einfach jetzt zurückhalten wollte, weil es geht hier einfach mal um Wasserreinigung und nicht um auch das, was ich persönlich mache. Aber diesen Filter, der ist ganz besonders behandelt. Eine weitere Frage von Uli. Übersäuerung erscheint mir genauso konstruiert wie die Sache mit den Cholesterin zu sein. Ist da was dran? Ja, es gibt natürlich diese großen Themen, die auf einem bestimmten Bereich diskutiert werden. Ich denke mal, es gibt eine Verbindung und zwar vor ungefähr 20 Jahren, ja, da hatte ich das Gefühl, da habe ich maximal 2 Heilpraktiker gekannt. Ja. Und in den letzten 20 Jahren, nicht nur, dass ich meine Firma hier habe oder dass wir unsere Firma hier so leben, gibt es auf einmal Tausende, Zehntausende von Heilpraktikern. Und die haben sich natürlich mit vielen Themen beschäftigt außerhalb der Mainstream-Medizin. Und so ist das Thema Übersäuerung und Cholesterin und was immer ist, immer natürlich weiter vorgekommen, weiter nach vorne gekommen. Aber ich denke mal, Cholesterin ist im Prinzip, soweit ich es beurteilen kann, nicht so ein großes Problem wie dargestellt. Und Übersäuerung ist, denke ich mal, ein Thema, aber wenn ein ganz normales Verhalten an den Tag gelegt wird, indem man einfach 2 Liter Wasser trinkt, also ich muss für meine Gesundheit 3 Liter Wasser trinken
Und wenn ich die einigermaßen trinke, dann habe ich mit dem Thema gar kein Problem. Das ist unser Verhalten führt dazu, ob wir mit diesem Thema ein Problem haben. Aber Cholesterin, das ist ein anderes Thema. Bin kein Spezialist, aber ich glaube, dass da weniger dran ist, wie man so hört und sieht. Wir kennen das alle, wenn wir halt Obst stehen lassen, entstehen halt diese Obstfliegen, also eben Obstreste oder Biomüll. Und sobald die Dame mit Putzwasser rübersprüht, entstehen am nächsten Tag keine Gärfliegen mehr. Also jetzt haben wir die Situation, dass dieses Produkt natürlich ein Produkt von meiner Firma ist, ja, und dass hier Fragen über die Produkte gestellt werden. Das ist einfach so, wenn das so ist bei dieser Person, dann liegt es einfach daran, dass unsere Technologie kann nichts zerstören, kann nichts kaputt machen, kann nichts zerkrecken, kann nichts irgendwie beurteilen und dadurch trennen. Und deshalb ganz kurze Erklärung, aber wie gesagt, das ist ein Produkt unserer Firma. Wenn die Dame das so tut, dann kann ich das nachvollziehen durch viele Tests. Das heißt, durch die Berührung von einem ganz besonderen Wasser, in dem Fall das Putzwasser, reagiert die Materie, in dem Fall dieses Obst, und saugt das aus der Umgebung extrem viele ultraschwache Photonen auf. Das heißt, die Reaktion auf dieses Wasser ist Lichtaufnahme. Und wenn ein System Licht aufnimmt, dann bleibt es länger stabil. Es kann hier im Prinzip dazu führen, dass dieses Obst etwas länger stabil bleibt, weil es extreme, ultraschwache Lichtteilchen aufgenommen hat. Das kann in diesem Fall so sein. Okay, hört sich sehr interessant an, ja. Ist Hubert die Arbeit von Professor Pollack von der Uni in Washington bekannt? Der vierte Zustand des Wassers und seine selbstreinigende Wirkung an porösen Oberflächen, in Klammern H3O2, Fragezeichen. Ich habe letzte Woche von einem freien Mitarbeiter von mir einen Bericht geschickt bekommen. Ich habe das zwar schon öfters mal gehört, hatte vermutet, dass es sich um das Gel des Wassers handelt. Nachdem ich das gelesen habe, glaube ich auch, dass er das meint, das Gel des Wassers. So nennen wir das halt. Und dass dieses Gel des Wassers einfach ein Zustand ist, den ich jetzt nicht unbedingt als Aggregatzustand definieren würde, weil dafür ist er sehr klein, sehr gering. Sondern jedes Mal beim Phasenübergang von einem in dem anderen, ähnlich wie die Physik nennt es auch, hat viele Namen dafür, glaubt, man kann es ein bisschen beschreiben mit Bifurkationspunkt, wo einfach ein System kippt in ein anderes System, in dem sozusagen andere Spielregeln gelten und auf das System, was aus dem es kam, keinen Bezug mehr hat. So ist es so, dass wenn dieses Gel einfach entsteht an der Schnittstelle, dann ist es dafür da, dass der Transport in die Zelle oder aus der Zelle heraus und in dem Körper perfekt läuft. Ich habe, wie gesagt, erst vor 14 Tagen oder letzte Woche, ich weiß nicht wann, irgendwann so einen Bericht mal gelesen, aber ich glaube, wer immer der Herr Pollack ist, der dasselbe meint, wie das Gel des Wassers. Glaube ich. Ah, ja. Okay. Ja, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Ich denke mal, es ist auch schon spät genug. Ich würde jetzt noch die letzten Fragen stellen. Also die Frage von Renate habe ich nicht vergessen. Die habe ich mir auch bis zum Schluss aufgehoben. Und das ist die, welche Möglichkeit gibt es, mit diesen wichtigen Informationen die Politik in die Verantwortung zu nehmen? Ja. Ich glaube, für mich jedenfalls, dass also die Situation ist besonders interessant und besonders schön, in der wir gerade leben. Und zwar, wir fahren ja mit dieser Zerstörung dieses Wassers mit vollem Programm an die Wand. Und ich denke mal, dass es nur darum geht, in diesem Fall, dass alle Menschen, wer immer sich da angesprochen fühlt, alle Menschen aufstehen und außerhalb der Politik und Wissenschaft letztendlich versuchen, etwas zu finden. Ich habe vorhin mal von der Partei geträumt, aber versuchen zu aufzustehen und dieses Wasser zu schützen, weil das die einzige, für meine Begriffe, der einzige Weg ist, um wieder einen klaren Weg aus dieser Misere zu finden. Und die Politik, wie weit sie da ansprechbar ist,
Das weiß ich nicht. Ich glaube, sie sind beschäftigt mit anderen Themen gerade. Und ich denke mal, solange die Welt oder die Erde sich um Öl schlägt und um sonstige Dinge, da ist das Thema Wasser sehr, sehr gering angesiedelt. Aber das Wasser könnte eine unglaubliche Sache sein, wenn sich alle Menschen um das Wasser wieder kümmern. Dann habe ich vorhin auch schon, glaube ich, gesagt, dann werden sich viele Probleme lösen. Das wäre ein Weg. Aber ob die heutige Politik da zuhört, weiß ich nicht. Da müssen alle Menschen aufstehen und das machen. Das wäre natürlich wünschenswert. Und ich sag mal, wenn jeder einen kleinen Beitrag oder einfach einmal anfängt, dann werden wir immer mehr. Und wenn eine gewisse Prozentzahl erreicht ist, dann schwappt das auch über auf die Masse. Klar, wir müssen einfach dann Sprachrohre finden. Und es gibt ja viele. Es ist ja unglaublich viele Menschen, die sich Gedanken machen. Das ist ja so. Aber ich denke, der Druck ist noch nicht groß genug oder die Leere in den Menschen ist noch nicht, die sind noch nicht so leer oder haben noch nicht so viel Angst, dass sie sich einfach zusammentun und sagen, es reicht jetzt. Ja, und dieser Zeitpunkt, der wird wohl kommen müssen. Ja. Okay, ich stelle noch die letzten Fragen. Wie wäre das optimale Trinkverhalten? Viel auf einmal oder über den Tag verteilt oder je nach persönlichen Durst? Also ich wollte mal ein Buch schreiben, das weiße Wasser, habe ich noch nicht geschrieben. Und zwar habe ich selbst in Mexiko von jemandem mal gehört, es war ganz spannend, dass ich morgens so schnell so viel trinken muss, damit mein Urin ganz schnell weiß wird. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was der Mann mir da gesagt hat, und er nannte das den weißen Urin. Und ich glaube, ich habe da viele Tests gemacht und ich glaube ganz einfach, dass man morgens relativ eine große Menge trinken sollte, einfach damit diese ganzen inneren Wässer, Zellulärwässer einfach ausschwemmen können und dann über den Tag verteilt. Und dann, wenn es geht, zum Essen nichts, das macht manchmal Sinn oder das macht Sinn, und dann so 20, 30 Minuten vor dem Essen, nach dem Essen. Aber morgens eine relativ große Geschichte, weil dieser weiße Urin, der Mann hat mir mal einen Vortrag gehalten, wie das war im Dschungel, und der hat mir einen Vortrag gehalten, wie die das halten, und die müssen morgens halt so viel Wasser trinken, die Kinderleins, bis der Urin weiß ist, und dann geht es wieder weiter. Und da gibt es einen tiefen Hintergrund dazu. Okay, dann ja, fragt hier Heidi, was ist mit Putzwasser gemeint? Und dazu kommt auch noch weitere Fragen, die dazu passen. Doch die persönlichen Erfahrungen von Hubert und was er wie macht, würde mich ausgesprochen interessant finden. Also für nächste Woche natürlich, wäre sicher für viele wertvoll. Ja, und das wäre jetzt mal eine Frage, die ich an die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal stellen möchte. Wir hatten uns da auch schon Gedanken gemacht, also die ersten drei Teile sollten wirklich reine Informationsteile zum Thema Wasser sein, aber wenn ihr das ausdrücklich wünscht, spricht auch gerne Hubert über seine Erfahrungen und vor allen Dingen auch über seine Produkte, und wir können dort gerne ein viertes Webinar oder was am besten, ich frage dich einmal, Hubert, wie möchtest du es am liebsten verfahren, wenn Interesse besteht, das im dritten Webinar mit anknüpfen oder lieber daraus ein viertes Webinar machen, nur für die Interessierten über deine Erfahrung und deine Produkte und auch alle anderen Fragen nochmal ein gesondertes Webinar zu erstellen? Also ich habe das Gefühl, weil ich das ja auch vorhin schon sagte, dass ich das, was ich persönlich mache, ein bisschen zurückstelle. Einfach mal zu gucken, ob ich weitestgehend, was nicht gelingt, immer eine neutrale Position habe. Aber das nächste Mal würde ich gerne über noch mehr Zusammenhänge von Information, Deinformation reden als komplettes Thema, was die Natur macht, welche Lösungen in der Natur existieren für Wasser. Ja, da gibt es viele Ansätze. Und dann, wenn dann ein viertes Webinar ist, wo man nur einfach, wenn das jemand will, ich mal sage, wie alle diese Sachen, die wir herstellen, zusammen funktionieren, und Frage und Antwort halt. Und das, denke ich mal, macht auch Sinn. Aber nächstes Mal, so vom Gefühl her, schauen wir mal, was die Natur noch so sagt zu ihren Prozessen mit Wasser.
und wie die Natur einfach auf die Idee der Deinformation kommt. Und das ist für mich ganz wichtig, weil sie doch, doch viele, viele Ideen bringt, wo Lösungen dahinter stehen. Okay, also geht es in dem nächsten Webinar auch speziell um Lösungsansätze? Aber aus der Natur. Das heißt, also wir gucken uns natürliche Prozesse an, was die machen und wo wir da lernen können. Und dann machen wir erst, denke ich mal, einen Transfer zu dem, was ich tue. Oder wir als Laboratorium. Okay. Mein Vorschlag ist, jetzt kamen ja schon ein paar Fragen zu Produkten, aber ich denke mal, dann hätten wir vielleicht etwas Rundes. Ja. Machen wir mal eine kurze Zusammenfassung. Ja. Das waren meine persönlichen Meinungen. Ja, und dann kann man weitersehen. Gut, dann auch von meiner Seite auch nochmal vielen lieben Dank für die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart heute und freue mich dann eben auf nächste Woche Mittwoch mit Teil 3 wieder um 19 Uhr und wünsche noch allen einen schönen Abend und gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Okay, auf Wiedersehen, schönen Abend, gute Nacht. Schöne Träume.